Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Trailmakers, Leute, und heute hat Ami mich zu einer 1000-Euro-Challenge rausgefordert, und zwar, wer das beste Security-Auto baut. Ami, ich glaube, du hast dir den falschen Gegner ausgesucht, sage ich dir ehrlich. Max, nur weil du ein Crymax Security hattest, pass ja, auf, klar. Die Challenge ist doch ganz easy, soll ich dir kurz erklären? Erklär mir die Challenge, die okay, einfachsten 1000 Euro meines Lebens, danke. Okay, mal gucken, Hochmut kommt vor dem Fall. Also, wir müssen ein Fahrzeug bauen, was zwei Sitze hat, ja, das heißt, du musst einen Klienten mitholen. Aha. Und das Auto muss schützen. Das heißt, es muss wahrscheinlich einen Schuss aushalten. Wir werden gucken, wie lange wir mit dem Minigun draufhalten können. Also, das wird bis zu den Nieren getestet, Max. Und ich hoffe, du bist bereit, 1000 Euro heute zu zahlen. Ich bin bereit. Aber es soll also jetzt man trotzdem nicht so einen Panzerwagen bauen, sondern trotzdem, es soll schlicht noch. Also, so noch ja, normalen, es soll ein Auto sein. So Undercover, so ein bisschen so. Das Undercover-Gepanzer. Okay. Vielleicht ein paar Sicherheitsmechanismen und so. Wir können ja gucken. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Es kann losgehen. Von mir aus kann es losgehen. Ja, Leute, okay, lasst ein Like und Abo da. Ab jetzt 20 Minuten. Let's go. Okay, Leute, es geht los. 20 Minuten. Ab jetzt Zeit, Freunde. Und wir müssen jetzt hier ein krasses Security-Auto bauen. Ihr habt es gehört, Leute. Und es geht um 1000 Euro. Das will ich natürlich nicht verlieren. Wir benutzen hier natürlich gepanzerte Sitze, Leute. Ist ja ganz klar. Und die Voraussetzung war ja gewesen, dass mindestens zwei Leute mitfahren können. Deswegen bauen wir zwei gepanzerte Sitze ein. So, das heißt, wir sitzen vorne, unser Kunde sitzt dann hinten drin, dass er natürlich doppelt geschützt ist. So, okay, das Ding, also es wird schon relativ groß, Leute, das Auto werden, aber ey, es ist ja, es ist ein, ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Es wird wie so ein Rolls Royce. Es wird halt wie so ein gepanzerter Rolls Royce werden. Okay, also schön die Fahrer in der Mitte, dass wenn Gefahren von vorne, von hinten, von der Seite kommen, dass man möglichst weit weg ist von den Gefahren und möglichst viel aushält, habe ich mir überlegt. Okay, dann brauchen wir natürlich erstmal solche Sachen wie Reifen und so. Das ist natürlich ganz wichtig. Das Ding muss natürlich gut fahren können. Und deswegen aber natürlich auch eine Federung, ne? Federung. Das Ding muss auch gefedert sein, weil vielleicht sind ja irgendwo mal Hindernisse auf der Straße. Dann darf das Ding natürlich nicht direkt auseinanderfallen. Deswegen bauen wir auf jeden Fall auch eine Federung ein. Und ich möchte auf jeden Fall auch hier so Kolben einbauen, damit man das Auto im Zweifelsfall, auch falls man angegriffen wird, auch hochfahren kann, Leute. Ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Jetzt ist nur die Frage, wie sollen wir das am besten machen? Warte mal kurz. Ich bin da überlegen. Oh, Leute, ich habe auch Trailmakers Real Talk so vermisst, ey. So, Trailmakers Beste. So, Startposition ist bei 0. Man kann das ja auf Knopfdruck rausfahren. Ey, Leute, ich sage euch ehrlich, das sieht doch eigentlich hier schon mal ganz gut aus. Okay. Und dann brauchen wir das natürlich auch noch auf der Rückseite. So, das hier wird ja natürlich hier die Hinterachse werden. Also ich sage euch ehrlich, Leute, wir bauen hier Funktionen ein. Da kann Amir einpacken. So, schön großer Radstand hier auch. So, dann hauen wir jetzt mal hier die Reifen dran und gucken erstmal. Wobei, nee, eine Lenkachse. Wir brauchen ja sogar noch eine Lenkachse. Das habe ich ja komplett vergessen. So. Weil jetzt müsste der Wagen ja eigentlich hinten ein bisschen breiter werden, damit die Reifen den gleichen Abstand haben. Warte mal, das müssen wir auch mal noch ganz schnell machen. So, sehr gut. Das wird das Fundament von unserer gepanzerten S-Klasse. Oder nein, das wird sogar ein gepanzerter Rolls-Royce. Und dann kommen, wir machen hier Geländereifen dran, damit das Ding auch überall fahren kann. Aha. Und zack, Freunde. Okay, jetzt haben wir schon mal eigentlich alles, was man so braucht. Jetzt kommen noch Motoren fürs Erste. Bauen wir hier Drachenmotoren ein. Zack. Okay, jetzt machen wir mal einfach mal den ersten Hardcheck. Boah, Leute. Das Ding lässt sich sehr gut fahren. Also dafür, dass das jetzt hier gerade mal nur das Fundament... Okay, jetzt kippen wir um. Aber wir sind auch gerade voll mit Highspeed in die Kurve gelenkt. So, und falls Gefahren von unten kommen, falls eine Bombe unter uns ist oder sowas, zack, können wir uns hochfahren, um unseren Fahrgast zu schützen, Leute. Oder falls man angegriffen wird. Boah, das ist natürlich auch sehr gut. Also ich sage euch ehrlich, Freunde, ich finde es schon ziemlich, ziemlich gut hier gerade. Okay, gut, Leute. Womit ich aber noch nicht so ganz zufrieden bin, ist hier mit der Verteilung der Motoren und sowas. Wir brauchen, glaube ich, noch... Obwohl, brauchen wir mehr Leistung groß? Ich weiß es gar nicht. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Leistung im Gepäck. So, dann bauen wir jetzt hier noch Drachenjets ein, falls wir mal abhauen müssen. Das ganze Ding soll auch wirklich so undercover verpackt sein. Das heißt, ich werde jetzt die Drachenjets auch so einbauen, dass man die nicht sieht. Hier nochmal einen kleinen Check. Die Gewichtsverteilung ist halt unfassbar wichtig, ob sich das Ding gut fahren lässt oder nicht. Weil jetzt dreht sich der nämlich hier ein bisschen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil hier die... Wir müssen hier die Achsen ein bisschen weiter nach vorne machen. So, perfekt. Dann wird nämlich der Radstand direkt auch größer.
Und wenn der Radstand größer ist, ist das Ding stabiler in den Kurven. Oh, wow, 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 oh, das ist nicht gut. Ja, aber okay, Leute, also ich würde sagen, das geht. Das geht klar. So, was sagt die Zeit? Okay, wir haben noch gut Zeit. Läuft alles. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall auch noch gut um die Panzerung kümmern. Das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, Leute. Sieht vielleicht doof aus, wenn das einfach nur so ein Kasten ist, das Auto. Wisst ihr was? Ich will natürlich trotzdem versuchen, dass das Ding halbwegs irgendwie gut nach einem vernünftigen Auto aussieht. Weil für unsere Premium-Kunden, die wollen ja natürlich auch nicht in irgendeinem Bummi-Auto sitzen. Und dann können wir nämlich später hier so eine Abdeckung davor machen. Oh, perfekt, Leute. Schaut mal, wie gut das jetzt hier aussieht. Okay, hier, das hält leider nicht. Diese Panzerplatten hier, Leute, auch ganz wichtig, weil dadurch wird das Fahrzeug auf jeden Fall stabiler. So, perfekt, Leute. Eine schöne Limousine wird das hier. Überleg gerade, gibt es noch irgendwelche Funktionen, die wir auf jeden Fall brauchen? Waffen. Wir brauchen auf jeden Fall Waffen da drin. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Aber wie gesagt, Leute, ich will das Ding hier trotzdem so bauen, dass es irgendwie nach einem Auto aussieht. Deswegen ist das hier die Scheibe, die hier reinkommt. Oh, ne, jetzt habe ich hier was gelöscht. So, das hier wird die Scheibe, die hier reinkommt. Zack, dann machen wir hier so schön durchsichtige Blöcke. So, Glasblöcke, let's go. So, hier, das wären die Fensterscheiben an der Seite. Auch einmal auf die andere Seite. Alter, ey, das sieht irgendwie voll nach einem Auto aus jetzt schon. Leute, wie gut, was bauen wir hier? Hey, sowas muss man erstmal so gut bauen, wie wir das machen. Dann die Platten oben drauf. Alter, hä? Leute, findet ihr auch, das sieht schon voll nach einem Auto aus? Voll gut. So, und hier hinten kommt dann das Heck. Da müssen wir mal schauen, damit das halt jetzt nicht einfach so aussieht, dass das Auto von vorne und von hinten gleich aussieht. Deswegen können wir das ja... Hier machen wir das einfach so glatt. Zack, das ist dann hier der Kofferraum. Und wie gesagt, man soll das ja nicht sehen, was wir da alles für versteckte Sachen eingebaut haben. Deswegen bauen wir das hier so zu. Und falls wir angegriffen werden, dann wissen die Leute nicht mal, dass hier sogar einfach ein Düsenantrieb eingebaut ist. So können wir unsere Premium-Kunden gut und schnell in Sicherheit bringen. Alter. Leute, Leute, Leute. Aber das sieht hier ein bisschen doof aus. Wir müssen ja auch einfach nur so normale Panzerplatten drauf machen. Alter. Seid ehrlich, Leute. Das geht als Limousine durch. Das geht hier als Limousine durch. Bin jetzt nur am Überlegen, vielleicht sogar irgendwie diese LKW-Reifen zu nehmen. Ich finde, diese anderen Reifen, die sind irgendwie so klein. Sind halt irgendwie überklein hier. Die LKW-Reifen sind halt noch besser, um über Hindernisse zu kommen. Ja, wir nehmen die LKW-Reifen. Besser. Besser, Leute. Damit wird der Präsident beschützt mit dem Teil hier. Wenn man dann angegriffen wird, dann zack, können wir einfach schnell nach oben fahren. Können abhauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. An sich könnten wir ja auch überlegen, boah, was halt auch wichtig wäre, aber das Ding ist halt jetzt nicht super groß. Es wäre eigentlich cool, wenn irgendwie hier so eine Pistole oder irgendwas rausfahren würde. Aber dafür haben wir jetzt hier gar keinen... Das ist halt zu klein. Da hätten wir das ganze Ding größer bauen müssen. Der Düsenantrieb. Gut, oder wir bauen hier halt irgendwie noch ein... Ich bin jetzt gerade ein bisschen überlegen, das vielleicht nur einen Ticken anders zu bauen. Man kann ja vielleicht sehen, dass der hinten so einen Düsenantrieb hat. Und dann bauen wir hier ein, dass wir hier so Pistolen rausfahren lassen. Falls man mal schießen muss. So, da brauchen wir nämlich hier diese Kolben. Okay, genau, da bauen wir hier so eine Kolben rein. Bauen wir zwei übereinander von denen. Und dann können wir nämlich da so eine Dinger dranhängen. Zack, und dann hängen wir hier Pistolen dran. Oder so kleine Kanonen. Oh, sehr gut. Oh, da eine Minigun. Da kommt eine Minigun rausgefahren, aber da haben wir leider nicht genug Platz dafür. Die können wir leider nicht verstauen, oder? Ja, die hängt da fest, schade. Oh, eine Minigun wäre natürlich übernice. Raketenwerfer? Was es jetzt hier alles gibt? Bombenschacht? Was es hier alles gibt, Leute? Smartkanone? Die kann man halt hier so auf relativ dezent noch einbauen. So, dann können wir das Ding hier hochfahren. Schießen und wieder einfahren. Das ist schon gut. Das ist schon gut, Leute. Okay, Leute, die letzte Minute läuft jetzt. Ich habe jetzt hier gerade noch überall mal so eine Panzerplatten hier dran gemacht, aber an sich ist das hier schon weitestgehend fertig eigentlich. Also ich bin schon zufrieden. Wir können schießen, wir können schnell abhauen, wir sind gut gepanzert hier überall mit Panzerplatten und wir können das Ding auch noch hochfahren im Falle eines Angriffes. Also, finde ich ganz gut. Jetzt habe ich hier noch Lampen dran gemacht, dann können wir hier noch ein bisschen nach so Deko-Sachen schauen. Dann machen wir hier so diese Platten drauf. Boah. Oh mein
Gott, ist das gut. Hier auch noch so Platten. Zack. So, damit die Reifen dann auch noch mehr geschützt sind. Leute, das ist richtig gut. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich finde, das ist sehr, sehr gut geworden. Wir könnten irgendwo noch so eine kleine Sirene hier drauf machen. Ja, wobei... Ist dann halt eine Stelle, die nicht gepanzert ist, ne? Ist dann halt eine Stelle, die nicht gepanzert ist. Aber egal, wir machen es trotzdem drauf. Sieht cool. Obwohl, nee, aber nicht hier. Nein. Was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich hier alles kaputt gerade. Wo machen wir die Sirene drauf? Sagt mal schnell. Ja, hier können wir das auch nicht machen. Machen wir hier vorne. Oder oben. Oben ist ein... Oh, oben. Warum? Oh nein, Leute, der Timer klingelt. Oh oh, die Zeit ist bei mir vorbei. Bei mir auch. Darf ich dir gerade noch schnell die eine Sache fertig machen? Ja gut, dann darf ich aber auch noch die eine Sache fertig machen. Ja, darfst auch noch schnell die eine Sache fertig, sonst sieht es hier unvollständig aus und sieht nicht gut aus. Oh, ich bin gespannt, Max. So, ich bin auch richtig gespannt, was du gebaut hast. Hätte jetzt gerne noch die Farben anders gemacht, aber egal. Gut, ist so, wie es ist, Leute. Ich glaube, die wichtigsten Funktionen sind am Start. Oh Gott, ich bin richtig hype beim Vibe. Bro, ich bin echt gespannt, was du gebaut hast. Ich bin auch super gespannt, was du gebaut hast. Hey, mal löschen hier. Okay. Okay, Leute. Ich glaube, das ist es. Okay, Max, darf ich dich fragen, ob du einen Minigun drauf gemacht hast? Nein. Okay. Und du? Okay. Ich hab natürlich auch für Selbstschutz gesorgt, ja. Auch, dass ich angegriffen werde, dass ich meinen Klienten schützen kann. Aha, okay, ja. Also ich habe auch eine Waffe, aber keine Minigun. Okay, ich bin mal gespannt, an was für Funktion du gedacht hast und welche vielleicht ich vergessen habe oder umgekehrt genauso. Ja, safe. Oh mein Gott, okay, komm, dann lass jetzt aufhören. Ich komm zu dir. Okay. Let's go. Okay. Max, ist das dein Fahrzeug? Das ist mein Fahrzeug, ja. Wow, so richtig Polizei. Okay, du hast ja wirklich so ein... Weißt du, was ich mir mal gedacht habe? Was ja. Wir noch nie gemacht haben? Was denn? Okay, ich hol's raus. Und zwar ein 6x6. Oha. Alter. Und guck mal, ich hab sogar ein böses Gesicht und so reingemacht. Ja, ist okay, cool. Okay, warte, weißt du was? Lass mich mal vorstellen. Ich zeig dir erstmal meine Funktion. Ich sag dir echt, Aussehen gefällt mir deins besser. Bin ich ehrlich, schon direkt. Aber guck mal die Funktion an. Ich hab einmal ein ausfahrbares Schild, um Damage zu, damit der Schaden weggeht. Okay. Und ich hab eine Minigun, die 360 Grad schießen kann. Okay, das ist natürlich auch krass. Falls die Minigun mal weggeht. Oh, Entschuldigung. Oh. Alter, du hast mir einen Platten geschossen hier gerade. Entschuldigung. Ja, aber also, muss ich ehrlich sagen, aber... Ja. Das ist halt für mich schon so, du hast ja auch gesagt, kein Panzerwagen. Das sieht für mich eher nach einem Panzerwagen aus, was du gebaut hast. Ich dachte, das soll so eine Limousine sein, so. Limousinenservice. Ja, du hast ja auch keine Limousine. Das ist eine Limousine, Digga. Bist du? Voll. Guck mal, ich hab doch sogar eine Karosserie von... Ja gut, egal. Gehen wir, okay. Ja gut, guck mal, ich sag dir ehrlich, der Optikpunkt würde ich sogar an dich geben. Oh, aber eine Sache noch. Ja. Hier drunter, siehst du dieses Fallding? Ja. Ich mach die Dinger mal ganz kurz weg, damit du das direkt checkst. Ey, du hast auch voll die Gewichte unten dran gemacht, okay. Ja, musste ich. Guck mal, was da noch drin ist eigentlich. Ein Schutzsitz, Alter. Das ist wirklich ein Sitz. Ja, da kann sich dann einer reinsetzen. Also was waren deine Funktionen? Die Schildfunktion? Also. Einmal Schild? Die ausfahrbare Schildfunktion, genau, wenn Minigun? Einer auf mich schießt, dass erstmal das kaputt geht. Ja. Wir haben die Minigun, die sich drehen kann. Mhm. Deine Waffen außen auch noch? Ja, das sind so kleine, das sind so extra Waffen. Okay. Dann werde ich jetzt mein Fahrzeug vorstellen. Also wie gesagt, ich dachte, das ist mehr so Limousine, so Politiker eskortieren und so mäßig, deswegen. Ich sehe es schon hinten. Habe ich da noch Sirenen oben auf jeden Fall drauf gebaut. Ja. Dann natürlich hier zwei Sitzplätze. Dann, falls man mal angegriffen wird, habe ich auch an was gedacht. Zwar kein Schutzschild, aber ich kann ein bisschen nach oben fahren, um vielleicht den einen oder anderen Schüssen auszuweichen, falls sie auf der Höhe sind oder falls Bomben unter mir sind oder sowas. Dann kann ich hier den Wagen hochfahren, so ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Dann habe ich natürlich auch noch einen Düsenantrieb eingebaut, um schnell abzuhauen. Und ich habe nämlich auch noch zur Selbstverteidigung auch noch hier eine Waffe eingebaut. Oh, hoch, und die kann dann auch noch und runter einfahren. Okay. Ja, aber gut, guck mal, jetzt die Frage, das hängt schon mal, das Schild. Das Schild hängt ja schon mal. Das ist jetzt die Frage. Wie sollen wir jetzt testen, wer hier das Bessere gebaut hat? Mit einem Fight oder wie machen wir das? Du schießt erstmal auf mich und wir testen mal, wie lange du brauchst, um mich komplett fahruntüchtig zu machen, okay? Okay, dann schieß mal. Ich mach dafür sogar mal einen Timer. Aber wir müssen halt die gleichen Waffen dafür verwenden. 3, 2, 1, let's go. Okay, seht ihr jetzt hier eingeblendet, wer länger durchhält? Ja, seht ihr auch von mir einge... Oh, warte, jetzt bist du aus meinem Ding rausgefahren.
Okay, so mäßig. Alter, okay, das hält schon sehr, sehr viel aus bei dir. Von hinten bringt's gar nichts. Oha. Oha. Zack, 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 zack. Okay, nicht schlecht. Also das Ding hält auf jeden Fall ein bisschen so. Guck mal, also du kannst auf jeden Fall echt gut jemanden beschützen mit dem Ding. Das muss man echt sagen. Boah, okay, jetzt hast du meinen dicken Brocken schon kaputt gemacht. Boah, das ist wirklich, das ist ein Panzer, Bro. Ja, okay. Guck mal, wie lange ich dir hinterherfahren muss, bis da mal was kaputt geht. Oh mein Gott, was passiert bei der Minigun? Oha, die macht richtig Breakdance. Disco-Minigun. Ich bin irgendwie im Boden hier stecken geblieben. Also mit der Waffe, Bro, schaffe ich es gefühlt, dich gar nicht down zu kriegen. Ja, ja, ja. Soll ich mal schnell eine Minigun ranschrauben? Ja, mach mal eine Minigun dran. Machen wir kurz eine Minigun dran. Okay, ich baue jetzt einfach mal kurz vorne für den Test eine Minigun drauf. Oder oben. Okay, Max, Minigun drauf. Minigun, 3, 2, 1, let's go. Boah, Minigun ist schon stark, ne? Ja. Oh, jetzt überhitzt. Ja, ja, die überhitzt schnell. Er hat sogar was explodieren lassen neben mir. Der Minigun hält ist schon mal auf jeden Fall ein bisschen stärker. Guck mal, ich kann trotzdem mal fahren, ne? Das ist die Power von 6x6. Ja, stimmt. Das ist eigentlich smart, dass du daran gedacht hast, wenn du Platten hast. Ja, ich hab trotzdem. Kannst ja mal so ein bisschen vor mir wegfahren, einen auf, als würdest du jemanden beschützen müssen, jemand verfolgt dich. Und dann schieße ich einfach zurück und ansetzen und tschüss! Also Bro, also ich würde sagen, du hast auf jeden Fall deinen Job erfüllt. So, du kannst echt, man muss lang auf dich drauf schießen, damit das Ding down ist. Ja, 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 ja. Okay. Ich baue den Minigun mal wieder zurück. Oh, ich muss natürlich mein Ding wieder machen. Ja gut. Und dann darfst du jetzt mal mich angreifen. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Sollen wir den Minigun direkt angreifen? Ja, mach auch mit der Minigun. Okay, okay. Dann 3, 2, 1, let's go. Hält aber auch schon was aus, ne? Ich hab halt auch überall diese Panzerplatten. Ja, 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 okay, daran habe ich auch gedacht. Die Fahrerkabine außen ist jetzt schon mal weg. Ja. Oh, gut, gut, gut. Aber gut. Oh. Was passiert, wenn ich mich hochfahre? Warte mal, was passiert dann? Okay, jetzt bin ich gespannt. Versuch jetzt mal. Okay, es ändert eigentlich gar nichts. Oh, wow, 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 wow. Okay, auf der einen Seite ist die Panzerung durchgebrochen. Wow. Oh, du bist sehr wendig, dadurch kannst du immer deine Position changen. Und ich kann ja auch noch hier beschleunigen. Tschüss. Okay, Leute, gucken wir, wie wir das machen. Zack, 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 zack. Oh, ich muss den Präsidenten in Sicherheit bringen. Boah, guck mal, Leute, er kommt weg. Er kommt weg, meine Freunde. Er kommt zu einem Angriff. Einfach mal, kann er auch schnell entkommen. Ja, guck mal, also das hält... Oh, das hält richtig gut aus, ne? Hält auch gut was aus, ja. Man muss auch ganz kurz hier durchdrehen und dann... Das Ding, die Minigun ist auch nur erhitzen. Jetzt hast du mich down. Ja, Alter, ich würde auch fast sagen, so vom Zeitding her gleich eigentlich. Passt ne? schon, ja, ja. Also Leute, ich würde sagen, Optikpunkt geht an Max. Bro, ich finde es lass die Leute einfach in den Kommentaren bewerten. Ja. Ich finde es unfassbar schwer zu bewerten, weil ich finde, beide, du hast mehr Funktionen. Ich bin mehr auf Autorichtung gegangen. Bei dir sieht es schon mehr nach einem Spezialfahrzeug aus. Lass die Leute entscheiden, wer es besser gemacht hat. Und dann machen wir das danach in den Kommentaren, wer die 1000 Euro bekommt. Ja, ja, also Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann tschö mit Ö.